Dieser Umbau an bester Aussichtslage mit Blick auf die Berner Alpen, den Thuner See und die Stadt Thun läuft am Strettlik-Hügel in Thun-Gwatt und betrifft das 1978 erbaute Elternhaus der Snowboard-Olympiasiegerin Tanja Frieden. Das an Hanglage gebaute Haus bietet Wohnfläche auf 3 Stockwerken. Die Familie bewohnt während der Umbauarbeiten in den oberen Geschossen die bereits umgebaute, künftige Mietwohnung im ehemaligen Kellergeschoss. Der früher eher düstere Dachstock diente als Estrich mit einem kleinen Büro für die Sportlerin. Um die Dämmwerte für ein energieoptimiertes Haus mit dem Ziel Plus-Energiehaus zu erreichen und für ein besseres Raumklima zu sorgen, muss nebst einer umfassenden neuen Innenisolation auch das gesamte Dach erneuert werden. Also wir haben 3 Schwerpunkte mit dem Haus. Das eine ist alles energieoptimierender Umbau, vor allem mit Schwerpunkt auf die Höhe. Ich kann mir die Höhe verbessern. Das heisst auch das Dach, das heisst ein neues Heizsystem rein tun. Außer einer Luft-Wasser-Wärmepumpe anstelle der alten Ölheizung soll eine Photovoltaikanlage auf dem Dach platziert werden und das Haus als Novum im Bereich von Einfamilienhäusern eine wetterbasierte Steuerung zwischen Heizanlage und PV erhalten. 2 attraktive Gauben erlauben im Dachgeschoss eine neue Raumhöhe und viel Lichteinfall. Hier sollen dereinst Schlaf- und Büroräume entstehen. Der zweite Punkt ist das Ressourcenschonende, also was vom schon Bestehenden können wir wieder nutzen. Dort ist mein Partner der Marc sehr involviert, der dort schaut, was können wir ausbauen, wieder brauchen. So wurde bereits ein Anbau beim Eingang in Eigenleistung mit viel rückgebautem Material aus dem Haus erstellt und die Treppe zum Untergeschoss aus wiederverwendbaren Waschbetonplatten gebaut. Viel Platz und weiten, hellen, offenen Raum wird es im Erdgeschoss geben. Wo sich Wohnen, Essen und Küche und weitere zusätzliche Nebenräume befinden werden. Der dritte Punkt ist, wir wollen es unserem Lebensstil gerecht machen. Das heisst, wir haben erst einmal gerne Leute im Haus. Wir sehen auch, dass die grosse Fläche hier wäre ein bisschen extrem, wenn wir das nur für uns hätten. Also das heisst, wir haben eine Einlegerwohnung. Dann haben wir auch, wenn wir es so machen, dass man allenfalls wirklich auch genug Platz hat für Freunde, die vielleicht länger da sind, weil wir sind beide viel auf der Welt waren und haben gerne Besuch. Und das, dann wollen wir auch gerecht werden und allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt das sogar zu einem Studio ummodeln können. Wer weiss, wo ich das Leben herbringt. Und die Leichtigkeit, das Hauen reinzubringen mit mehr Leuten, das ist der Punkt.